Guess who's back? Ich dachte zu meinem Kaffee, ich zeige euch mal meine Stempel weiter. Und wir fangen mal an mit Lawnfarben. Hier sind auch noch Stanzen mit dabei. Weiß gar nicht warum. Das ist jetzt alles durcheinander. Frag mich jetzt nicht, welches Jahr. Das war zumal oh, meine Stimme. Das ist ja hier neues, 22. Oder was? Relativ neu. Ja. Genau, die Bienchen. Nee. Wir fangen mal anders an. Das ist für mich fürs Einsortieren besser. Entschuldigung. Hinten sind immer die Stanzen. Also, ich werde das nicht immer umdrehen, aber wenn ich es tue, dann ist das Reflex. Also, hinten habe ich meine Stanzen. Ja, genau. Das ist Smooth Sailing. Da habe ich auch schon mal eine Trauerkarte mitgemacht. Ja, daran erinnert mich das Set immer, als mein Schwiegervater gestorben ist. Schönes Set. Ein trotzdem sehr, sehr süßes Set. Da habe ich nur die Boote benutzt und den Leuchtturm und habe das Meer gemacht, denn es war eine Seebestattung. Und ist eine schöne Karte gewesen. Also zu einem sehr, sehr traurigen Anlass eine schöne Karte. Das habe ich von meinem Mann zu Weihnachten bekommen. Es kommt jetzt nicht zu jedem Cent eine Geschichte. You Autumn Know. Das habe ich, das weiß ich noch. Das habe ich kostenlos bekommen bei Snowball Fight. Joy to All. Auch sehr süß. Perfectly Wicked. Da habe ich auch das Add-on. Ein ganz altes Set, ist aber original, nicht dass ihr denkt. Da habe ich nur was anderes drin. Dieses Set hier war ursprünglich mal in so einer ja, DVD-Box. Und das habe ich einfach ja, umgeswitcht. Dann haben wir Appley Absolutely Awesome. Stampen. Auch ein sehr süßes Set. Sue Very Mice. Also das ist auch total niedlich. Hier habe ich mal die Stanzen nicht. Das habe ich ausgeplottet. Das ist auch ein relativ neues Set. Extraordinary Easter. Die haben ja auch so tolle Namen. All the Clouds. Dieses Set war eigentlich ein totaler Fehlkauf. Habe ich noch nie benutzt. Hier hatte ich nur die Stanzen. Da hatte ich mir erst das Stempelset geholt. Also, ja. Snow Globe Scenes und Magic Spring Message. Make a Splash. Pinguin Party. Ja, hier sind jetzt Mama Elephant Sachen mit dazwischen, weil ich das noch nicht benutzt habe. Und das ist eine Kiste, da kommen neue Sachen rein und Sachen, die ich noch nicht benutzt habe. Also für mich neue Sachen. So, das ist auch nagelneu. Und das kennt ihr sicherlich. Fly High.
Pinguine, die Kängurus von Mama Elephant, die Gnomes. Dann haben wir hier Terrific und Really Great. So. Ich packe das mal kurz um. So, ich habe die jetzt alle gekippt. Oh, noch nicht beschriftet. Fantastic Friends. Elephant Parade. Ah, hier haben wir eine Stanze, die gehört hier nicht rein. Hier auch. Auch. Das zeige ich euch ein anderes Mal. Ja, hier haben wir noch Create a Smile. Hat hier eigentlich nichts drin zu suchen, ist aber für mich auch neu. Und das brauche ich ab und zu. Eine Stanze. Small the Merrier. Two can do it. Ich gehe das jetzt einfach mal so durch. Also das, ja. Die sind neu, sehr neu für mich, total süß. Also ich liebe sie. Auch das hier ist so total niedlich. Ich habe mir hier schon. Da ist er, da. Ja. Ja, da sind verschiedene Sachen drin, aber größtenteils Longfawn. Da folgen jetzt wieder Projekte. Das ist auch mit mein absolutes Lieblingsset, aber auch noch nicht viel gemacht. Nee, ich verrate es noch nicht. Ich habe jetzt endlich das Stempelset dazu und zu diesem Set die Stanzen. Das hat einen Grund, aber das werdet ihr alles noch sehen. Und Beehive. Genau. Der nächste Lawnfawn-Container. Und es sind einige. Ich mache auch nur noch einen und dann ist. Oh Leute, es ist so viel. Also Lawnfawn ist. Boah. Poolparty. Wie macht man das wieder? Fangen wir von hinten an. Das ist so scheiße. Ich weiß nicht, wie ich es machen soll. Ach, wir haben auch noch Create a Smile und. Okay. Okay, hier ist noch was anderes mal dran. Das ist Create a Smile. Könnt ihr ja Pause machen, wenn euch da was interessiert. Das ist Kreativdepot. Uralt, also. Aber immer noch schön. Das ist ein ganz altes Set. Happy Harvest. Die Dinos. Critters in the Sea. Baked with Love. Thanks a lot. Very Happy Holidays und Ready, Set, Go. Over the Mountain Borders, auch ein sehr schönes Set. Snow Cool. Here we go, a Wetling. Auch überall die Stanzen. Toboggan Together. Bicycle Build for You. Critters Eva After. Happy Wedding. Hey there. Screen Time. Und, ach, hier vorne steht es doch. Tree Before and After. Da geht's mit diesem Set. Ich lese das jetzt nicht immer vor. Da wäre ich ja bekloppt. Die sind auch so süß.
Hier fehlen mir die Stanzen. Genau, die brauche ich noch. Das merkt man sich dann. Also bei solchen Sachen würde ich mir die Stanzen immer holen, weil erstens kann man das Happy ausstanzen und das hier. Ja, ich brauche eh von allem die Stanzen. Das ist auch sehr süß. Da gibt es ja jetzt auch ein neues, relativ neues. Kann man schön kombinieren mit diesem Katzen-Mäuser-Hunde-Set oder was da war. Oh, hier fehlt noch ein Einleger. Der kommt gleich mal aus. Und hier sind auch wieder überall die Stanz natürlich mit dabei. Gerade bei sowas hier, ne? Also. Ja. A Bug Deal. Crazy Antics. Berry Special und Pool Party. Ja, ihr Lieben. Ich zeige euch mal noch ein paar kleine. Wir haben hier frohes Weihnachtsfest. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich das her habe. Das ist sehr süß. So, jetzt geht's los mit Lawn Fawn. Also die großen, das sind noch nicht alle. Da ist noch ein Container, ne? Aber wir machen mal jetzt hier die kleinen. Hier fehlt einer. Mal immer so ein Abteil raus. Das sind auch immer hinten dran die Stanzen. Ich drehe das jetzt aber auch nicht immer um. Ja. Und hier müssen quasi auch noch so Einleger dazwischen. Weißer bin ich aber auch noch nicht dazu gekommen. Auch sehr süß. Die passen gut zusammen, ne? Das habe ich noch nie benutzt. Dead Jokes. What do you call a fake noodle? An impasta. Ja. Hahaha. Das hier ist auch für irgendein Add-on, fragt mich nicht. Oh, hier sind Stanzen mit dabei. Die liebe ich sehr. Wartet, ich tue mal ganz kurz das hier rein. Happy Spring. Kurike Ostern. Oder Osterzeit. Ist auch erst neu. Der ist zu verkaufen. Genauso wie die beiden, wer da Interesse hat.
So. Diese. Deswegen, ich raste jetzt einfach durch. Ne? Was soll ich euch da? Auch hier sind wieder überall die Stanzen mit dabei. Das ist für so ein Add-on, für so ein Glas. Zeige ich euch noch. Das sind die gespiegelten. Davon fehlt mir noch das neueste Add-on. Hier ist nämlich Weihnachten. Hier kommen jetzt die kleinen. Und eins meiner Lieblingssets. Warum? Hier sind die ganzen Reveal-Wheel-Helferchen drin. Die gehören zu einer Stanze, kennt ihr bestimmt. Und der Winterdrache. Die ganz, ganz neuen Stempel von Impronta. Oder zumindest erstmal das hier. Schaut mal bitte. Das heißt Fantastic Wishes. Da habe ich auch Einladungen gemacht. Ich kann euch die Karten gerade nicht zeigen, weil die sind hier drin. Ich versuche euch mal von einer ein Bild einzublenden. Zumindest von einer. So, das ist jetzt die ganz neueste Release hier. Und die war jetzt davor, das kennt ihr schon. Ne? Habt ihr ja in meinem Haul gesehen, ne? Ich muss mal schauen, ob ich... Weil das geht größtenteils wieder alles zu Betty in den Shop. Da unterstütze ich sie etwas. So, na, das kann man sich so hinstellen. Oh, hier ist eine Fliege. Einmal. Dann einmal diese süße Karte. Und diese hier. Und diese hier. Da habe ich eins verschenkt. Die habe ich noch nicht mal gepostet, das seht ihr die schon. Und die habe ich auch noch nicht gepostet. Also die sind ganz neu. Das war's. Ich verabschiede mich mit dem Video. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Was Neues gibt es eigentlich nicht. Soweit. Mir geht's gut. Ich hoffe euch auch. Bis dann. Tschüss.